Kurze Minecraft-Geschichtsstunde. 2009 erschien so die erste lauffähige Version des Spiels, das war noch alles Alpha, und seit 2010 macht das Spiel ganz schön viel Aufhebens um sich. Einmal natürlich wegen dem genial einfachen Spielprinzip, aber auch wegen dem damals ungewöhnlichen Vermarktungsmodell. Da konnte man nämlich erst die Beta kaufen und hat ein bisschen weniger bezahlt als beim finalen Spiel. Das finale Spiel erschien übrigens erstmals 2011. Und mein Gott, das hat sich verkauft bis heute. Nämlich mehr als 56 Millionen Mal. Stand November 2014. Und weil das Spiel so erfolgreich ist und heute sogar Gelegenheitsspielern ein Begriff ist, gibt es natürlich auch jede Menge Merchandise. Und es gibt nicht nur irgendwelches Merchandise, sondern auch richtig cooles. Zum Beispiel diesen Minecraft-Schal. Ne, man sieht sofort, also Fans sehen sofort, das ist eine Hommage an die berühmteste Kreatur aus der Welt, nämlich den Creeper. Da sieht man natürlich einmal hier an dem Gesicht, der ist an beiden Enden des Schals einmal drauf. Und übrigens auch, kleiner Insider-Fakt am Rande, in dem offiziellen Minecraft-Schriftzug zu sehen. Und natürlich erkennt man das auch an der schönen grünen Creeper-Farbe. Und mir persönlich gefällt auch das Design sehr gut. Wenn wir hier mal ein bisschen näher rangehen, sehen wir nämlich, dass hier sehr subtil ein Schachbrettmuster eingearbeitet wurde. Und das wiederum ist ja wieder fast eine Anspielung an Minecraft an sich, weil das ganze Spiel ja quasi aus Quadern besteht. So, jetzt haben wir viel über das Spiel geredet und über den Schal, aber die Fakten noch gar nicht genannt. Der Schal ist 1,50 Meter lang, hat schöne, lustige Fransen am Ende und besteht komplett aus Polyacryl. Soll heißen, der ist wunderbar weich.